Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Wir haben in der letzten Folge den Speer besiegt und erwarten gerade die Ankunft im Schrein und unseren letzten Auftrag, Koloss Nummer 16. Dies hier wird die letzte Folge, möglicherweise länger als die vorigen, höchstwahrscheinlich sogar. Denn auch in dieser Folge werden wir definitiv einen Koloss legen und damit dann auch das Finale erleben. Dann haben wir 16 statt, wie ursprünglich geplant, 14 Folgen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben in einer Folge sogar zwei Kolosse erledigt. Das heißt, wir haben eigentlich nur sogar nur 15 Folgen. Und wir bekommen jetzt unseren nächsten Feind. Und gleichzeitig den letzten. Endlich, der letzte Koloss. Er hat seinen Text geändert. Das Ritual ist fast vollzogen. Euer Wunsch ist fast gewährt. Doch nun steht jemand bereit, euch in den Weg zu treten. Beeilt euch, die Zeit wird knapp. Urplötzlich hat das eilig. Ja, es gibt ja noch diese ominösen Reiter. Ich bin mal gespannt, ob der letzte Koloss eine deutlich größere Herausforderung ist. Oder vielleicht sogar der Weg zu ihm, die deutlich größere Herausforderung ist. Komm her. Zack. Ja, das wäre fast eine super 180 Grad Kehrtwende gewesen, Argo. Na gut. So. Gucken wir mal. Geradeaus. Nee, Moment. Geradeaus ist der Koloss, den wir als erstes besiegt haben. Wir müssen uns also wieder umschiffen. Und zwar würde ich. Jetzt ist die Frage, wir können hier lang oder hier lang. Das hier sieht nicht aus, als wäre da irgendwie was versperrt, aber hier war das Pferd. Und wenn ich mich richtig entsinne, wir probieren es hier lang und dann sehen wir es ja. Wobei, wie gesagt, das sagt eigentlich ziemlich genau geradeaus. Aber da war der Tutorial-Koloss und es würde mich schwer wundern, wenn da noch einer ist. Wir reiten also hier mal links durch die Schlucht und halten uns dann einfach rechts. Und dann werden wir schon erleben, wie es aussieht. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Es muss eigentlich da vorne irgendwo sein. Dann bin ich mal gespannt, was uns so erwartet. Was es mit den Reitern auf sich hat. Was der Dämon, der uns da verspricht, unsere Freundin wieder zu beleben, tatsächlich plant. Denn sowas geht eigentlich nie so, wie man sich das vorstellt. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er sie einfach wiederbelebt und dann ist gut. So, jetzt muss ich kurz einmal auf die Karte gucken. Genau, jetzt könnten wir hier das Ding umschiffen. Wir können auch einfach hier noch dran vorbei und dann rechts. Wobei, ja doch, müsste eigentlich gehen. Na, ja, ist eine freie Fläche. Und dann müssen wir hier vorne gleich einmal im Sonnenschein erstmal wieder gucken, wo wir denn hin wollen. Sieht gut aus. Ziemlich genau da vorne in die Schlucht wollen wir. Und unser Pfeil sagt auch, dass wir da noch nicht warten. Also, das sieht perfekt aus. Da wollen wir hin. Unser Pfeil, die Karte sagt, dass wir da noch nicht waren. Und die Pfeilrichtung gibt an, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Also, alles gut. Einmal über das offene Feld. Ich finde diese leicht verlagerte Kamera ein wenig verstörend, nein, nicht verstörend, das falsche Wort. Ein wenig unhandlich. So ist gut. Auch wenn er jetzt hier eben auch wieder rechts im Bild hockt. Ich habe jetzt natürlich noch nicht nachgeguckt, was die Fritzelbritzel machen. Sollte es irgendetwas sein,
was uns tatsächlich einen Nutzen bringt. Wovon ich nicht ausgehe. Ich denke, das ist irgendwie, um eine Belohnung freizuschalten oder so. Werde ich ihn noch einsammeln. Sofern ich herauskriege, wie man zum Beispiel an den auf der Brücke rankommt. Oder so, wo dann noch mehr sind, weil es wird wahrscheinlich noch mehr davon geben. Vermutlich, sage ich jetzt einfach mal 16 Stück. Sollte sich dadurch halt irgendwas ergeben, geheimes Ende oder ähnliches, werde ich das noch nachliefern, sofern ich die Chance dazu habe. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, weiterzuspielen oder eben den letzten möglichen Spielstand zu verwenden. Wobei ich bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal einen manuellen Spielstand anlegen sollte, bevor ich den letzten Koloss besiege. Mein Gott. Wie eine einzige Ebene, eine einzige Wiese einen so aufhalten kann, durch geschickte Platzierung von Steinen. Moment, wir gehen einmal hier ins manuelle Speichern. Das dauert einen Moment. Und da überspeichern wir einfach mal unseren ersten Spielstand hier. Da haben wir dann jetzt auch 15 besiegt. Sind vielleicht trotzdem noch im Schrein der Anbetung, aber es ist ja egal. Und können dann einfach, bevor wir uns den letzten oder ne, jetzt den 16. Koloss holen, an dem Punkt nochmal laden. Und dann kann ich die ganzen Fritzels nochmal holen. Und dann schauen wir mal, was sich dadurch verändert. Und das sieht doch so aus, als wäre das mein Ziel. Sieht das so aus, als wäre das mein Ziel? Ja. Müssen wir tatsächlich mal das Schwert als Toröffner verwenden. Gut. Heißt, ohne uns würde hier niemand durchkommen. Argo. Gucken wir mal, wir wissen noch nicht, wie weit wir noch reiten müssen. Wie hat sich denn die Karte verändert? Gar nicht. Es sind ein paar Wolken unten drauf gekommen. Ist vom Stil her ganz cool. Wie gesagt, ist eine vollkommen nutzlose Karte eigentlich. Also nicht vollkommen nutzlos, aber so ein bisschen nutzlos halt schon. Und aber sie erfüllt so ein bisschen ihren Zweck. So, ich gehe mal ohne Argo weiter, weil ich keine Lust habe, mit Argo Treppen zu steigen. Das macht mich nämlich nur irre. So. Eine Brücke. Ja gut, hätten wir sowieso ohne Argo weitergemusst. Warum zur Hölle? Ja, danke. Das Wasser. Habe ich nicht getroffen. Warum zur Hölle hat er sich jetzt da nicht festgehalten? Ich hätte fast Geld gewettet, dass ich da rüber hüpfen muss. Und wehe, ich starte jetzt wieder im Schrein der Anbetung. Dann bin ich jetzt 8 Minuten umsonst gelaufen. Das fände ich nicht prickelnd. Ich möchte nämlich ungern diese Folge auf über eine Stunde strecken. Natürlich bin ich wieder hier. Na, es ist doch ätzend. Argo, Tempo, ja, mein Plan, wir wissen, wohin wollen. Gib Gas. Muss ich jetzt noch mit Argo da die Treppe hochmarschieren, damit ich mich über die Brücke katapultieren kann? So, wir wissen ja, wie gesagt, schon, wo wir lang wollen. Kannst das Schwert einstecken. Hoffentlich hält uns diesmal die Wiese nicht so sehr auf. Schön ist hier. Habe ich schon gesagt, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass ich das gesagt habe. Ach ja. Und bald ist alles vorbei. So, jetzt sind wir ein bisschen links gelagert im Bild. Damit kann ich eigentlich auch schon fast leben. Ich weiß nicht, warum dieses Rechtsgelagerte mich so sehr stört. Ich meine, für die Steuerung ist mittig gelagert sowieso das Beste. Aber nun gut, wir können damit leben. Wir können damit umgehen. So, und solange Argo in dem Tempo läuft, ist auch alles in Ordnung. Wenn er wieder anfängt, in einen Trab zu verfallen oder im Schritt, dann drehe ich durch. So, wir könnten jetzt natürlich einmal das ganze Ding andersrum umreiten. Einfach nur der Abwechslung halber. Machen wir auch genau das.
Weh, da ist jetzt irgendwas blockiert. Das ist auf der Karte nicht eingezeichnet gewesen. Gut. So, da ist die Schrein. Moment. Ich könnte den Schrein vielleicht als Zwischenspeicher benutzen. Wenn man hier betet, dass man vielleicht dann hier startet und nicht wieder im Schrein der Anbetung. Machen wir es mal, für den Fall der Fälle, dass ich nochmal falle. Dann stellen wir es nämlich direkt fest. So. So viel zu dem Thema. Ja, doch einfach geradeaus. Quasi. Mehr oder minder. Da vorne zwischen die Felsen wollen wir. Sag mal, die Landschaften hier sind so riesig. Warum? Es gibt 14 Kolosse. Es gibt riesige Gebiete zwischen den Kolossen, die aber quasi mit nichts gefüllt sind. Also mit nichts Interessantem. Ja, ein bisschen Wiesen, ein bisschen Wälder. Ah, hätte ich mir nämlich fast gedacht, dass ich da wieder lande. Ein paar Steine. Ein paar Adler. Da hinten ist noch ein Schrein. Warum ist da hinten links ein Schrein? Der macht keinen Sinn. Aber es gibt halt nichts, wo man jetzt sagen würde, ja, da muss ich jetzt mehr unbedingt mal angucken. Da müsste ich jetzt mal hin, da kann ich irgendwas machen. Ist ein bisschen sinnfrei. Aber na gut. Wir waren definitiv richtig, denn wir haben ja gerade das Tor da geöffnet. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir dann... Müssen wir das Tor nochmal öffnen? Ja gut, müssen wir das Tor halt nochmal öffnen. Hätte er ja mal so als automatischen Speicherpunkt verwenden können. Ach, da springst du runter. Argo. Du bist irre. Benutze das Schwert. Leuchte aufs Auge. Die Sequenz kann man nicht überspringen. Gut. So, dann wieder aufsitzen. Dann nehme ich mal Argo mit hoch. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Argo einfach darüber springen wird. Ist das hier auch noch ein Schrein? Dann nehme ich nämlich den hier als Zwischenspeicher, falls es denn als Zwischenspeicher dient. Die Option besteht zumindest. Das ist... Ist es. Ich hoffe einfach mal drauf, dass es als Zwischenspeicher dient. Und weil ich nicht selber... Weil ich keine Lust habe, dass ich mit Argo hier mich hochfriemel, ruf ich ihn einfach. Soll er doch hier hochlaufen. So, und ich habe hier keine andere Wahl, wollte ich sagen, als einmal ins Sonnenlicht zu gehen, als da über die Brücke zu springen. Denn ich soll mit Sicherheit... Da oben hoch. Also ich muss auf die andere Seite. Und die einzige Verbindung zur anderen Seite ist eben diese Brücke. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Sprung zu weit für mich ist. Der Sprung ist ein bisschen kürzer. Steck mal ein. Wir probieren es aus. Huh, huh. Er hält sich nicht fest. Er hält sich partout nicht fest und stürzt lieber in den Tod. Und jetzt sehen wir, ob die Schreine als Zwischenspeicher dienen. Ansonsten haben wir 15 Minuten für Nippes. Und das finde ich gar nicht gut. Oh ja, wunderbar. Die Schreine sind Zwischenspeicher. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir uns ein paar Minuten Laufweg sparen können. Aber dann machen die Schreine tatsächlich doch ein bisschen Sinn. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dann müssen wir doch vielleicht Argo benutzen. Wo ist er denn?
Aber ich bin mir sicher, dass ich darüber muss. Weil ich will ja da hoch. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Hallo Argo. Du musst mich jetzt mal unterstützen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Argo da vielleicht einfach rüberspringt. Ah, okay. Nur ist Argo dann ein bisschen dämlich und geht mit uns in den Tod. Okay, wir müssen also Argo definitiv mitnehmen. Wir haben keine andere Wahl, als diese Brücke mit Argos Hilfe zu überschreiten. Und ich bin leider gespoilert worden. Und genau deswegen habe ich versucht, über diese Brücke ohne Argo zu kommen. Denn Argo, komm mit. Was jetzt kommt, ist nicht so schön. Argo! Komm hoch, Kumpel. So, wie gesagt, unser treuester, bester Freund. Argo, das mächtige Pferd. Gib Gummi. Gib Gummi, Argo. Der Sturz wird viel zu hoch gewesen sein. Der Weg zum letzten Koloss hat uns unseren besten Freund gekostet. Und das muss den Koloss jetzt das Leben kosten. Wir müssen aber erstmal da hoch. Wir haben auch keine andere Wahl. Wir machen das alles hier nicht aus Jux. Wir machen das, weil wir etwas wollen. Etwas erreichen wollen. Wir wollen, dass unsere Freundin wiederbelebt wird. Dafür haben wir jetzt das Leben unseres Begleiters, unseres Pferdes geopfert. Wenn auch nicht geplant. Man hört Pfützen. Ich sehe nur keine. So, lass mal schauen. Da vorne komme ich, glaube ich, rauf. Oder auch nicht. Okay. Kann ich hier einfach hoch? Nein. Oh doch. Dann sind wir schon mal einen Rand höher. Nutzt mir von hier aus auch nichts. Dann laufen wir jetzt mal hier oben auf dem Rand rum. Ah ja, da vorne geht's weiter. Kletter hoch. Und dann haben wir ein bisschen Wandbewuchs, den wir benutzen können. Du sollst hoch springen, springen, springen. Ja, dann kletter halt. Geht's vielleicht schneller? Achso. Wir wollten nicht springen, weil es gar nicht weit nach oben geht. Okay. Macht natürlich Sinn. So. Wir blicken nicht zurück, wir blicken vorwärts. Unser Ziel ist es, den letzten Koloss zu töten. Damit wir unsere Aufgabe erfüllen. Der klettert also wie Spider-Man. Da ist Spider-Man ist dann direkt dagegen. So, hüpp. 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 Wunderschön. Ich höre Wasser. So, dann gehen wir mal in die Katakomben. Und dann gehen wir hier hoch. Hier rum. Und noch ein bisschen höher. Auf die Art kommen wir dann ganz gemütlich jetzt hoch. Ohne viel Kletterei. Hatte ich gehofft. Wo zum Geier? Ah ja.
Na gut, gut, dass wir so gut im Klettern sind. Und hier oben ist Gewitter. Und der Koloss sieht nicht freundlich aus. Der Koloss sieht auch verdammt groß aus. Der Koloss hat einen Rocker. Upsi. Der Koloss brennt. Um ehrlich zu sein, sieht der überhaupt nicht freundlich aus. Du bist der Dämon. So nenne ich dich. In Anlehnung an unseren orakelischen Freund. Auftraggeber? Auftraggeber ist, glaube ich, besser. Du wirst schießen. Das nehme ich jetzt an. Sag ich dir. Gut, ich muss mich also erstmal bis zu dir durchbewegen. Oh, und das bedeutet, ich muss mich von Deckung zu Deckung transferieren quasi. Na komm, bleib doch nicht liegen. Ach, da geht ja schon wieder gut los. Jetzt kommt nämlich gleich der nächste. Okay, ich muss mich also von Deckung zu Deckung bewegen. Aber schön. Also noch ein Treffer und ich bin tot. Und dann muss ich den ganzen Schmarren nochmal machen, oder wie? Sehe ich das richtig, ja? Ja, ich bin tot. Wundervoll. Also ich muss irgendwie darüber kommen. Wir versuchen das Ganze nochmal. Und jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dadurch, dass wir ihn schon ausgelöst haben. Ja, wir können die Sequenz überspringen. Und die Folge wird wahrscheinlich so in etwa bei einer Stunde landen. Nehme ich jetzt mal an. Denn jetzt muss ich natürlich erstmal bis zu ihm hinkommen. Dann muss ich seine Schwachstelle rauskriegen. Nehmen wir die soll. Oh Moment, ich kann hier am besten rechts rüber und dann gibt schon der nächste, da kommt er. Ich komme nicht nach vorne. Komm schon, steh auf. Darunter macht nicht viel Sinn. Nehme ich an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, er lässt mich nicht nach vorne. Das heißt, ich gehe erstmal da vorne hinter die Deckung. Komme ich auch nicht hin. Bin ich schwer tot. Aber ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich mich da hinter die Mauer begebe, wenn ich irgendwie darüber komme, dass ich dann von da aus weiterkomme. Na super, natürlich. Es sollte einen Ort geben, von dem aus ihr euch verborgen nähern könnt. Also muss ich vielleicht doch da rechts rüber. Und lass uns dann da rechts in das Loch fallen. Genau. Alles klar, also doch durch die Katakomben durch. Schützengräben. Also in dem Fall Schützengraben. Oh, da ist wieder ein Geblinker. Komme ich so jetzt erstmal so auch gar nicht hoch. So, müssen wir uns ein bisschen regenerieren. Jetzt nehme ich an, dass ich hier die Deckungen verwenden muss. Nach vorne laufen ist keine Option. Ist immer noch keine Option. So, und dann gehen wir hier wieder runter. Wundervoll.
Der Koloss hat hier oben den Krieg ausgerufen. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie sterbe aus Versehen. Denn dann muss ich ja wieder von vorne starten. Okay. Nicht okay? Ach, hier unten lang, okay. Oh, alles klar, Kletterpartie. Der Koloss ist äußerst unangenehm. Denn ich hasse diese Sprünge. So, dann gehen wir hier in den Tunnel rein, nehme ich an. Wir müssten jetzt ziemlich nah unter ihm sein schon. Ja, wir sind quasi direkt unter ihm. Und dann laufen wir hier noch die Barrieren lang. Nein, hat er unterwischt. Gut, dass wir schon so weit regeneriert waren. Ich hätte vielleicht einen Hechtsprung machen können, dann wäre das nicht passiert. Ich hoffe nur, dass er deutlich leichter ist, wenn wir erstmal da sind. Hoch. Das war knapp. Die Barriere ist halt sehr weit weg. Ich möchte jetzt, wie gesagt, ungern sterben, deswegen regenerieren wir jetzt ein bisschen. Die Folge soll ja ohnehin länger werden. Kannst du dich nicht einfach wegdrehen? So ein bisschen noch im Uhrzeigersinn drehen? Das wäre schön. Wenn wir ungefähr halbe Lebensenergie wieder zurück haben, ist gleich der Fall, dann machen wir den nächsten Startplatz. Ja, hätte ich mich vielleicht an der Kante festhalten sollen. Okay, aber das scheint ein bisschen zu knappig zu sein. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, oh ja, wir haben eh eine Folge weniger als wir Kolosse haben. Ihr habt in einer Folge zwei Kolosse bekommen. Dann müsst ihr jetzt damit leben, dass ich die Folge hier beende. Aber, nö. Ach, da war ich einfach nur zu langsam. Okay, wenn ich jetzt natürlich doch wieder von ganz vorne starten muss. Dann müsst ihr dadurch, dass die Folge jetzt schon eine halbe Stunde geht, ja, ich muss natürlich wieder von vorne starten. Ich habe halt die Befürchtung, wir machen es so, ich lasse die Aufnahme jetzt weiterlaufen und sollte sich herausstellen, dass ich deutlich über eine Stunde im Gesamten komme, werde ich an genau dieser Stelle hier den Cut setzen und dann die letzte Folge dann danach weitersetzen. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir uns nicht in der nächsten sehen, sondern diese hier weiterläuft, dann schaffen wir es in unter einer Stunde. Und dann machen wir es halt so. Also, bis dahin, euer Stöffel oder helft mir, das Vieh zu besiegen. So. Jetzt hier hoch. So, den Weg hatten wir ja gerade schon. Ich weiß ja nicht, wie oft ich jetzt noch sterbe. Entsprechend, es kann halt sein, dass ich deutlich über die Stunde komme. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt in einem Durchmarsch sondergleichen diese Folge einfach beende und quasi in 45 Minuten insgesamt durch bin und das Ganze jetzt noch 10 Minuten dauert. Plus 5 Minuten Abspann. Aber das war nicht zu bezweifeln. Weil ich ja noch nicht rausgefunden habe, wie ich ihn da vorne besiege. Also wie ich von da vorne aus weiterkomme.
Guti, guti. Das bremst mich auf jeden Fall aus. Das bedeutet, ich muss so weit laufen, wie ich kann und dann den Heldsprung machen. Das Gute ist, wir sind bis hierhin gekommen, ohne getroffen zu werden. Jetzt lassen wir den Graben hier an. Moment, ich muss doch nicht direkt hier hoch. Ich hatte die ganze Zeit den Sinn, dass ich aus dem Graben gekommen bin. Nein, also der Graben ist nur dazu da, dass ich dann hier runterfalle, im Zweifel. Ich könnte natürlich... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Kante dafür ausreicht. Vermutlich ist es eine abgebrochene Kante, an der ich mich nicht festhalten kann. Dann könnte ich mich nämlich, wenn ich hinter dem zweiten Schild... Dann gehst du jetzt wohl da hoch? Willst du mich denn jetzt ärgern? Also wenn ich hinter dem zweiten Schild bin, mich an der Kante festhalten, aber das ist keine Option. So, die Schilder stehen ja nicht umsonst hier, ne? Ach Gottchen, warum machst du denn... Bleib der an der Kante hängen. Ich wollte ihn jetzt links lotsen, damit er schießt, weil er ja nicht... instant schießen kann. Aber nun gut. Dann komme ich nämlich hier rüber und dann kann ich da ins Loch rein. Okay. Hätten wir geschafft. Und wir haben nur ein Fitzel unserer Lebensenergie verloren. So, jetzt sind wir aber wahrscheinlich wieder ein bisschen... weiter weg, hätte ich gesagt, aber nein, wir sind direkt unter ihm. Und jetzt geht es darum, dass wir an ihm hoch müssen. Weil ich davon ausgehe, dass er die Schwachstelle am Kopf hat. So, wir sind jetzt direkt unter ihm, das heißt, hier kann er uns nicht beschießen. Jetzt muss ich halt den Weg nach oben finden. Ich kann ja erstmal auf den Fuß. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann kann ich da rüber. Nein, kann ich nicht. Aber ich hätte vermutet, dass es ist. Ich würde ihn ja zu gerne dazu bewegen, einen Schritt zu machen, aber das scheint nicht zu passieren. Ich kann mich hier nirgends festhalten. Kann ich hier, hier. Hier kann ich mich festhalten. Wunderbar. Dann komme ich jetzt auf die Außenseite. Und dann muss ich hier rüber. Hier hoch. Okay, er bewegt sich so ein bisschen nach links und rechts. Aber nicht großartig. Das heißt, es ist für uns relativ simpel, hier einfach hoch zu klettern. Bis wir dann da sind, wo wir hinwollen. So, kommen wir hier hoch. Ja, Tatsache. Die Blitze stören ein bisschen. So, jetzt sind wir gleich auf Höhe der Hände. Das heißt, hier könnte es jetzt wieder ein bisschen gefährlicher werden. Weil ich ihm durchaus zutraue, dass er sich kratzt. So, da müssen wir doch mal kurz gucken. Achso, hier hat er wieder Fell. Und da hat er auch eine Schwachstelle. Die uns jetzt was bringt? Dass er versucht uns zu kratzen. Okay. Das ermöglicht es uns jetzt, an die Hand zu springen. Okay. Ich kann mich nicht ewig festhalten, Kollege. Ich kletter jetzt da hoch.
Am besten an die Außenseite der Hand. Okay, ich muss dann in die andere Hand springen, alles klar. Wenn ich die Option habe, springe ich in die andere Hand. Na toll. Er springt nicht ab. Das hasse ich nämlich wie die Pest. So, wir holen uns die Hand her. Dann haben wir jetzt nämlich das Problem. Ich muss hier ein bisschen regenerieren. Ich muss halt in die andere Hand springen. Und jetzt kommt nämlich diese unsägliche Sprungsteuerung zutage, dass ich eben nach hinten wegspringen muss. Und das klappt bei mir immer nicht so gut. Okay, jetzt bin ich in der anderen Hand. Da ist jetzt die Frage, da sind auch Flammen. Ah. Komme ich jetzt mit Flammen oder was? Jetzt stehe ich wieder irgendwo auf ihm. Und jetzt falle ich wieder runter. Ja toll, jetzt bin ich wieder unten. Ach, wie dumm. Wahrscheinlich, weil ich nicht zugegriffen habe. Mir ist aber die Ausdauer ein bisschen flöten gegangen. So, jetzt muss ich aber kurz warten. Ich muss auf die Rückseite. So. Jetzt muss ich den ganzen Schmarren nochmal machen. Das ging jetzt deutlich schneller schon mal. Jetzt bin ich in der anderen Hand. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich das am besten mache mit dem Rückwärtsschritt. So, ich habe da gar keine Angriffspunkte. Also da ist eine. So, einen Rock zu springen, dann bin ich wieder da, wo ich schon vorher war. Ich muss jetzt durchs Feuer durch, wenn ich das richtig sehe. Das gibt mir doch nicht. Na komm schon, stopp. Nein, durchs Feuer durch komme ich nicht. Holen weder hinter die Hand hoch. Und dann falle ich runter und bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Okay, also wenn ich ihm da weh tue, dann nimmt er die andere Hand dazu. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn er nämlich die andere Hand dazu nimmt, kann ich dann da wieder drauf, weil dann bin ich wieder nur im Oberarm. Das ist ja Mumpitz. Okay, der Koloss ist tatsächlich etwas komplizierter als die, die wir bisher hatten. Er ist auch offensichtlich deutlich größer. So, geh da mal hoch. Vielleicht bin ich auch einfach zu voreilig, da auf die Hand zu gehen.
kann leider die anderen Stoffpunkte nicht sichtbar machen. Oh, jetzt habe ich mich fast überfallen lassen. Doch, Kamera. Ich meine, das ist ein super Abschluss. So, als letzter Koloss macht der natürlich extrem was her. Komm schon. Du kriegst mich doch sowieso nicht abgeschüttelt. Das solltest du schon als in Erfahrung gebracht haben. Mach die Hand gerade. Jetzt ist fast drunter gefallen. Ich hab gesagt, mach die Hand gerade, nicht den Arm. Also wenn dann in waagerechter Position. Dankeschön. Ich hänge noch dran? Ich hänge noch dran. Wo hänge ich jetzt? Na komm schon, das ging vorhin alles ein bisschen besser. Hat er sich ein bisschen weniger gewehrt, der Gute. So. Hier an der Schulter komme ich nicht vorbei. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Hand wechseln. Oh Gott. Oh, das war glücklich. Also, glücklich, dass ich nicht gefallen bin. So, nochmal. So, jetzt habe ich die andere Hand. Wie komme ich denn? So komme ich hoch. Okay. Ich muss. Oh oh. Glück gehabt. Kann ich mich ein bisschen regenerieren wenigstens. Hier ist definitiv keine Schwachstelle in der Nähe. Da ist wieder nur der Bauchrock. Ich tue dem immer so ein bisschen weh. Und da will ich hin, vermute ich. So hält er sich jetzt die Hand. Ah, und dann komme ich unten lang. Okay. Weil er nämlich im Feuer. Nee, sieht mir echt nicht so aus, als würde das funktionieren. Geh nochmal hoch. Halt dich fest und. Jetzt fall ich wieder runter. Bitte stirb. Nein! Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ja, dann wird die Folge auf jeden Fall über eine Stunde sein. Diese minimale Bewegung haut ihn schon raus. Den großen Kletterer. Gibt es doch alles nicht. Das frisst doch Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Ich habe auch noch anderes zu tun, als an die 15 Mal aufzutreten, dann überlege. So, dann hier hoch. Also da hält er sich an Steinen fest, wo er vorher nicht mal den Traum dran gedacht hätte, sich festzuhalten. Ne, ich erinnere nur an den Speer. Da waren die Ausbuchtungen deutlich tiefer, als das, was man sich jetzt festhält. Ja? Ja, ja, ja. Kletter hoch. Das ist da echt Springfuß für, ne? So mit Balance und Gleichgewicht halten. Ah, das ist jetzt auch nicht so. So, und wir sind jetzt zum, ich weiß nicht wie viel Mal hier. Irgendwann kommt da halt auch kein Schaden mehr davon.
Ding ist drin in der Hand. Oh, Glück gehabt, ich bin in die Krallen gesprungen. So. Hep. Ja, bisschen zu weit. Dann holen wir uns jetzt die andere Hand wieder. Da sind wir jetzt auch drin. Jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich ihn so auch dazu bewegen kann, die Hand oben auf den Kopf zu nehmen, oder ob ich das unbedingt auf der Rückhand machen muss. Na komm schon. Ich kann ihn die Hand hochheben lassen oder runter. Okay, aber die andere Hand zur Hilfe nimmt er nur, wenn ich das oben drauf mache. Ach komm schon. Du sollst. Danke. Dich jetzt ein bisschen regenerieren. Ein bisschen regenerieren wollte ich eigentlich. Oder statt zu fallen, sich dann auch schon mal festhält. Na komm, ich kann am besten regenerieren, wenn du die anderen dann zur Hilfe nimmst. So. Okay, von hier aus muss ich jetzt unter ihm langkraxeln. Er kann nicht. Warum kannst du nicht? Muss ich jetzt echt auf dem. Ja, aber da brennt es ja trotzdem. Die Schwachstelle ist an einem Ort, den ich von hier aus nicht erreichen kann. Ich kann mir aber gleich noch einmal die Schwachstelle erleuchten, sobald er die Hand oben hat. Auf seinem Schädel. Und das ist die Rückengeschichte gewesen. So, jetzt kann ich zwar auf die andere Hand wieder rüberklettern, aber es nutzt mir ja nichts. Nein, das ist nicht dein Ernst. Wisst ihr, was ich mache? So, bei 50 Minuten beende ich jetzt diese Folge. Ich brauche nämlich eine Pause. Und auch wenn ich in dieser Folge den Koloss eben noch nicht erledigt habe, werden wir dann einfach in der nächsten Folge sehen, ob ich es irgendwie dann doch hinkriege. Und ich werde dann zwischen den Folgen nochmal ganz kurz eruieren, was das mit den Fritzelbritzeln auf sich hat. Und ja, sobald ich dann wieder erstmal oben am Rücken bin, werde ich dann diese Folge beenden. Das sind dann ziemlich genau 50 Minuten. Und damit doppelte Folgenlänge. Und das ganze Gekletter, was wir bis jetzt hatten, war quasi umsonst. Ich könnte es natürlich verkürzen, ich könnte natürlich rausschneiden, ich könnte es auf zwei Folgen aufteilen, aber das werde ich alles nicht tun. Wir machen daraus eine Folge mit 50 Minuten Laufzeit, ziemlich genau, und dabei belassen wir es dann erstmal. Und dann gucken wir einfach in der nächsten Folge uns das Ende an. Ich hoffe, die wird dann nicht zu kurz, ansonsten werde ich irgendwie zwischendrin mal geschnitten haben. Das werdet ihr dann gemerkt haben und macht dann einfach zwei Folgen raus. Wie dem auch sei, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stöffel.